lieben Filmfans und fucking Freaks, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Finde ich irgendwie, ich finde das Design super geil, guck mal. Fan Edition, Bier und Gut. Ja, das ist mein neues Lebensmotto. Schmeckt auch nicht schlecht, muss ich sagen, für so eine Billigplörre. Hat sich gemacht, ja. Ja, mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Ältesten an und wie in dem Video davor gesagt, war ich mit meiner Frau in Urlaub und das war, wo waren wir denn da? Wie hieß das nochmal? Scheveningen an der wunderschönen Ostsee, Nordsee, nee, Ostsee, oder? Oben halt und dort waren wir auch in einem Mediamarkt und dort wollen wir auch einfach mal gucken und dort haben wir tatsächlich zwei Sachen gefunden und zwar hat sich für meine Frau hat sich einmal für was entschieden und einmal ich. Oh, ich kann es hier hinlegen, ohne dass ihr das seht. und zwar einmal ein Metal Pack von dem Film Warrior. Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht. Super, super hochglänzend auf jeden Fall. Und Nachteil ist hier leider kein deutscher Ton. Aber meine Frau wollte das auf jeden Fall unbedingt haben. Innen haben wir auch sogar einen Innendruck. Aber ich sag mal, sieht man das so, ne? Ja, schöner, schöner Innendruck. Und den Film kenne ich noch nicht. Wie gesagt, das ist halt auch so ein Titel, den kriegt man für kleines Geld und dann wird irgendwann mal die Disc ausgetauscht. So, und ich habe mir auch was ausgesucht. Und zwar habe ich, da ist sogar noch der Preis dran, habe ich ein Machete Kills Steelbook bekommen für 4,99 €. Und leider auch hier ohne deutschen Ton, aber wir haben hier zum Beispiel eine Rahmenprägung, hier die Schrift ist geprägt. Und ich kann es endlich mal aufmachen. Und wie gesagt, das Machete Kills ist ja auch so ein Titel, den kriegst du in der Grabbelkiste mal und dann wird ja auch mal die deutsche Disc ausgetauscht. Hier so sieht das Bein aus, finde ich eigentlich ganz cool. Und jetzt, wo man die Folie ab hat, sieht man das auch noch mal ein bisschen besser. Gefällt mir richtig gut. Und leider kein Innendruck, wie ich gerade sehe. Sehr, sehr schade, aber nicht schlimm. Schade, 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 schade. Ja, hier ist noch ein bisschen Werbung irgendwie für andere Splendid-Filme. Danny Trejo is back. Naja, aber für 4,99 €, wer hätte es nicht mitgenommen, mal ehrlich. Fehlte mir eh noch. So, dann kommen wir zu Sachen, die ich... So, ich Sorry, ich habe hier den Fernseher noch im Hintergrund an. Wenn ich da mal hingucke, dann tut es mir leid. Was ich so noch gekauft habe, ich habe natürlich, wie viele andere auch, was bei Birnenblatt mir vorbestellt. Und zwar ist das hier die Deko Never Sleep Again und I Am Nancy, beziehungsweise Never Sleep Again 1 und 2. Leider nur in der großen Hardbox zu bekommen. Die ganze Sache ist hier limitiert auf 111 Stück. Ich habe hier die Nummer 51 bekommen. Und wie vielleicht ein paar von euch wissen, große Hardboxen sind eigentlich gar nicht so mein Fall. Ich habe mal welche besessen, so an die 20 Stück. Damals war mir aber auch noch, wo ich angefangen habe mit Sammeln, die Packung ziemlich egal.
Da ging es mir halt echt nur um den Film und ich habe die halt damals, ich habe mal in Wuppertal gelebt. Da gab es eine Videothek, die hat Boxen für, keine Ahnung, 5 bis 10 € höchstens dort zum Verkauf angeboten und da habe ich natürlich damals zugeschlagen. Aber ich habe jetzt gar keine mehr, habt ihr damals alle für ein Appel und ein Ei, beziehungsweise in diversen Tausch angeboten, alle verscherbelt und ja, jetzt hätte ich nicht gedacht, dass ich mir auch mal wieder eine große Hardbox kaufe. Aber ich wollte das auf jeden Fall haben, weil ich finde dieses Cover, das ist mega, ja, das ist so geil. Das würde ich mir sogar tätowieren lassen, echt. Ja, das KNM. Also das sind auf jeden Fall Repacks, soweit ich weiß. Aber mir war das jetzt nicht bewusst, dass das von K&M ist. Ich dachte, das wäre irgendwie. Savoy oder keine Ahnung, Ascot Elite? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf die beiden Dokus und. Ja, hier gibt es auf jeden Fall noch jede Menge Extras über Teaser und Interviews, Behind the Scenes und so weiter und so fort. Und ja, da mir persönlich allgemein die Arbeiten von Birnblatt sehr gut gefallen, möchte ich das auch gerne mit hiermit einem Kauf unterstützen. Und ja, ich habe mir natürlich auch die Tanz der Teufel-Doku vorbestellt, diesmal aber im Mediabook. Und darauf bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. So, dann war ich auf einem Flohmarkt. Ja, wir haben uns mal, also ich und meine Frau haben uns mal sonntags aufgerafft. Wir hatten beide frei an dem Wochenende und sind zu einem Flohmarkt in unserer Nähe gegangen, der ziemlich groß ist. Das ist so ein ehemaliges Gelände, wo früher mal ein Großmarkt war. Und ja, dort finden halt immer diverse Veranstaltungen jetzt statt, weil es wirklich ein Riesengelände. Und ja, aber leider haben wir irgendwie so gar nichts gefunden. Also wir sind immer so, wenn wir auf Flohmärkte gehen, gucken wir gerne so nach alten Gesellschaftsspielen, so Brettspiele, die wir damals gerne gespielt haben und heute nicht mehr besitzen. Ich gucke zum Beispiel nach irgendwelchen Games oder Filme natürlich, aber irgendwie war da totale Flaute und ich habe eigentlich mehr oder weniger zum Schluss nur noch einen Frustkauf gemacht. Dort war ein großer Stand von einem Händler, ich glaube ein Privatmann war es nicht, der ganz viele DVDs und Blu-rays angeboten hat, wo aber auch nichts Tolles irgendwie drin war und er hatte dann irgendwie so ein Angebot, so, keine Ahnung, wenn du dir zwei Blu-rays für einen Fünfer oder so, hab aber nur eine Blu-ray gefunden. Und zwar war das hier Stitches, hier herausgekommen von Universal. Ist in der FSK 18 Version ungeschnitten, kommt mit einem Wendecover daher und habe ich auch schon gesehen und ist wirklich ein richtig geiler Film. Ganz kurz, es geht hier um den Clown Stitches, der bei einem Kindergeburtstag halt ums Leben kommt und dann kommt er halt wieder, wie kommt er eigentlich nochmal? Also er wird halt wieder wiederbelebt, aber wie war das denn nochmal? Ach ja, genau, auf dem Kindergeburtstag wird ihm halt so ein Streich gespielt und da kommt er halt um und ja, das war halt so in der Küche, er fällt halt um und mit dem Gesicht in den Besteckkorb von dem Geschirrspüler, das sah auch richtig geil aus.
Aber ich weiß leider nicht mehr, es ist schon so lange her, ich weiß leider nicht mehr, wie er zum Leben zurückkommt. Auf jeden Fall nimmt er an diesen Kindern später Rache, die ihm den Streich auf den Geburtstagsparty gespielt haben. Und das ist teilweise richtig geil gelungen. Und ja, der Film macht einfach nur Spaß. Also so, wenn man das so sieht, denkt man so, ach, das ist irgendwie so eine Gurke, aber es ist wirklich gar nicht. Ist wirklich zu empfehlen. Also wer auf Clowns und Horror steht und teilweise ist es auch wirklich lustig dargestellt. Der ist wirklich fies und böse. Auf jeden Fall ein Tipp. So, und dann habe ich endlich nach langer Zeit was komplettiert und zwar die Fiest-Reihe. Der zweite fehlte mir ja noch und ja, mit diesem Teil habe ich endlich die Trilogie voll und habe mir auch schon die Trilogie angeguckt und muss sagen, die macht echt wirklich nur Spaß. Also der erste gefällt mir wirklich richtig gut. So 2 und 3 wird ein bisschen so, ja, es flacht so ein bisschen ab, sage ich mal, aber kann man sich dennoch auf jeden Fall angucken. Und ja, eine wirkliche Augenweide ist. So sieht man es, ist sie hier mit den roten Haaren und Tattoos und so weiter. Ja, macht hier in Fies 2 und 3 mit. Ich glaube, in Teil 3 ist sie noch mal ein bisschen mehr in Szene gesetzt. Wirklich hübsche Frau. Und ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass ihr hier die Spio-Fassung bekommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, hier gibt es auch irgendwie eine FSK 18, aber irgendwie war das auch mit den Schnitten bei der ganzen Fiest-Reihe irgendwie ein bisschen komisch. Ja, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich wollte die halt gerne auf Deutsch sehen. Und ja, wenn ihr euch nicht sicher seid, es gibt die OFDB. So, von demselben Mann, wo ich Fies 2 her habe, dem habe ich noch zwei Mediabooks abgekauft in Originalverpackung. Originalverschweiß wollte ich sagen. Und ja, und zwar handelt es sich hier um The Hills Have Eyes 1 und 2. Habe ich für einen richtig guten Preis bekommen. Ich weiß jetzt, das hier ist, glaube ich, Cover B, nehme ich mal an. Ja, Cover A bekommt man ja irgendwie so gut wie gar nicht mehr, aber ja, die zwei hier gefallen mir auch ganz gut. Und somit habe ich auch die Emerace davon aus meiner Sammlung verbannt. Genau. Also mir gefallen beide Teile auf jeden Fall. Also der erste ist natürlich für ein Remake richtig klasse. Alexandre Aja macht hier auf jeden Fall alles richtig, meiner Meinung nach. Und im zweiten Teil macht hier Martin Weiß oder Weisch. Ich weiß leider nicht, wie er ausgesprochen wird. Hier ist einfach nur noch also eine Ekelszene nach der anderen. Und ja, ist hier irgendwie mit eine Einheit der Nationalgarde. Echt? War das so? Na, auf jeden Fall mit Army-Leuten. Und ja, Martin Weiß der hat auch Rotenburg verfilmt, dem Film was sagt, mit dem Kretschmann. Und ja, hier war halt mal so ein kleiner Ausflug nach Amerika. Aber wie gesagt, ich finde beide ganz gut auf jeden Fall. Der erste ist natürlich ein Ticken besser. Und aber der zweite gefällt mir auch ganz gut. Besonders die Eröffnungsszene finde ich ziemlich eklig. So, dann habe ich noch was getauscht in einer Facebook-Gruppe. Ja. Ich habe ja vor, mir die Agentus im Mediabook zu holen. Und ja, da können dann dementsprechend die Emerays natürlich aus meiner Sammlung weg. Und ich habe wirklich jemanden gefunden, der mir die abgenommen hat.
Und ja, wie gesagt, da habe ich mir dann was aus seinem Tauschmaterial rausgesucht. Und ja, das ist einmal hier Flashback, Mörderische Ferien. Ist so ein deutscher Scream-Teenie-Slasher. Und ich habe den damals auch nur einmal gesehen. Ich weiß auch leider nicht mehr, wie alt ist denn das? 2001, alter Schwede. Aber ich meine, der war gar nicht mal so schlecht für einen deutschen Film. Ja. Ne, hier sogar noch mit Booklet Inside und hier hinter ist noch Werbung für andere Splendid-Sachen. Concord-Sachen. Und ja. Wieso nicht? Einfach nochmal reingucken. Ich meine, wenn man das jetzt hier 15 Jahre später nochmal sieht, ist das vielleicht scheiße, weiß ich nicht. Was ich hier gerade lese, was auch richtig oldschool ist, DVD-ROM-Applikation. Alter. Naja, dann habe ich mir ein Metal Pack noch ausgesucht und zwar Zombie Self Defense Force. Ja, richtig geiles Metal Pack. Auch richtig gut erhalten noch. Außer hier hinten sind so ein paar Kratzer, aber das sieht man jetzt nicht unbedingt, finde ich auch nicht so schlimm. Dafür ist die Disc in einem ordentlichen Zustand und man wird noch mit einem Innendruck belohnt. Und ja, das Cover ist einfach schon der Knaller. Und ja, hier erwarte ich auf jeden Fall mal wieder Asia-Quatsch bis zum geht nicht mehr. Da stehe ich ja auch richtig drauf. Und ja, wie gesagt, bin ich sehr gespannt. Und dann habe ich mir noch ein Mediabook ausgesucht aus seinem Tauschmaterial. Und zwar Zombie 2, das letzte Kapitel. Mag ich sehr, sehr gerne dieses Cover. Das Gelbe, wo der Bob vorne drauf ist, werde ich mir wahrscheinlich auch noch holen. Ja, ich mag einfach die Zombie-Teile im Mediabook haben. Ich weiß auch nicht warum. Kleines Manko, was er mir gesagt hat, dass hier unten ein so eine Spannklammer ist irgendwie rausgebrochen. Aber die Disc ist trotzdem bombenfest drin. Und ja, hier haben wir noch dickes Booklet. Relativ dick. Und ja, genau. Also das Mediabook mit dem Cover. Muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwo finde, irgendwie tauschen oder so. Ich mag die Zombie-Reihe eigentlich sehr gerne. Kann man sich immer wieder angucken. Ist hier limitiert auf 2000 Stück. Ich habe hier die Nummer 1839. So, das war der Kauf. Und ja, dann mal wieder was Trauriges und zwar hat die nächste Videothek in meiner Gegend dicht gemacht. Und zwar, also früher hieß das bei uns alles Tümmers und heute heißt es World of Video. Und ja, die nächste World of Video Videothek hat bei uns dicht gemacht und hat natürlich mit Mega-Angeboten gelockt bei Facebook und so weiter. Ja, ist mal wieder sehr, sehr schade. Natürlich lassen die da den Verleih noch weiterlaufen. Aber ja, ich finde, man geht immer so, also mir geht es so, man geht immer so mit gemischten Gefühlen dorthin. Natürlich ist das irgendwie total schade, so man kann nicht mehr dorthin gehen und ein bisschen stöbern und so. Ne, durch die ganzen Streaming-Dienste wird das, glaube ich, auch so halt ein bisschen tot gekloppt, sage ich mal. Ne? Aber ich finde, indem man noch halt irgendwie so ein letztes Mal hingeht und wirklich halt einen Stapel sich was aussucht und einen Stapel kauft, kann man das irgendwie nochmal so die letzte Ehre erweisen, sage ich mal. Ja. Ich möchte mich da auch gar nicht von freisprechen. Ich nutze natürlich auch Streaming-Dienste, so ist es nicht. Ja. Also, ne, wie man sieht, ich komme ja aus Düsseldorf und
Ja, somit haben wir nur noch eine Hauptstelle hier und also das, was ich weiß, und die ist sowas von in der Mega-Innenstadt, dass selbst mir das echt zu weit ist. Da muss ich, glaube ich, fast echt eine halbe Stunde mit dem Auto fahren. Das ist kein Witz. Weil ich doch so ein bisschen am Rand von Düsseldorf wohne, sage ich mal. Lohnt es sich nicht. Also, ne, wie gesagt, ich hatte hier, allein hier in der Nähe hatte ich drei Stück. Das war kein Problem. 5 Minuten mit dem Auto waren wir da, haben uns mal was ausgesucht, aber ja, ist wirklich eine Frage der Zeit, ob diese Hauptstelle auch noch dicht macht. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall zeige ich euch das jetzt. Laber, laber, laber. Hier für 3,90 € eine Blu-ray 3D und Blu-ray 2D. Beides auf einer gepresst. Banshee Chapter, damals auch schon gesehen, fand ich richtig geil. Ja, 3D musste jetzt nicht sein, aber der war nicht anders da und für 3,90 €, hallo. Hat mir richtig gut gefallen, richtig geiler Found-Footage-Streifen auf jeden Fall. Einer der wenigen guten. Ausnahmsweise, normalerweise sagt man ja, hier so viele Auszeichnungen und absolut furchteinflößend und so. Ausnahmsweise trifft es hier mal zu. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Dann hat sich meine Frau was ausgesucht, und zwar ein Film von der Gone Girl Autorin Gillian Flynn, Dark Places. Und hat jetzt, sage ich mal, einfach die ungefähre selbe Thematik wie Gone Girl. Wahrscheinlich laber ich hier jetzt Scheiße. Moment. Ach, ich lese es einfach mal vor. Ich kann irgendwie gerade gar nichts zusammenfassen. Sie war 8 Jahre alt, als die Schüsse fielen, als ihre Mutter und ihre beiden Schwestern umgebracht wurden, als ihre. Ach so. Als. Ruhe. Sie war 8 Jahre alt, als die Schüsse fielen, als ihre Mutter und ihre beiden Schwestern umgebracht wurden, als ihre Zeugenaussage ihren Bruder hinter Gitter brachte. Jetzt, 25 Jahre später, ist aus Libby Day eine verbitterte, einsame Frau geworden. Doch inzwischen gibt es Leute, die an der Schuld ihres Bruders zweifeln. Libby muss noch einmal ihre Vergangenheit aufrollen. Was hat sie in jeder verhängnisvollen Nacht wirklich gesehen? Der Trailer war auch recht interessant auf jeden Fall. Mal gucken. Ich gucke einfach mal so mit einem halben Auge mit. Kommt hier auch mit einem Wendecover daher und ja, hat hier eine Laufzeit von 113 Minuten. Mal gespannt. Dann für 4,90 € Wrong Turn 6 auf Blu-ray. Hat mir noch gefehlt. Ich habe zwar 1 bis 5 auf DVD, aber irgendwann werde ich nochmal umrüsten. Und ja, warum nicht für 4,90 € die Blu-ray mitnehmen? Kenne ich auch noch nicht. Noch nicht gesehen. Dann auch für 4,90 € hier wird geworben mit vom Produzenten von Paranormal Activity und The Purge. Ist ja irgendwie mittlerweile auf jedem Film da drauf. Hier machen mit Jessica Alba und Thomas Jane in Der Kult. Fand ich auch ein sehr, sehr interessanter Trailer. Und ja, ich mag irgendwie so. So Sekten und Kulte und ja. Hat mir auch zum Beispiel sehr gut gefallen, The Sacrament. Und ja, das hier ist sah irgendwie vom Trailer her so ähnlich aus und deswegen direkt mitgenommen. Für 4,90 € auf jeden Fall. Ja, dann einfach nur aus Komplettierung. Aus komplettierungshalber. Weil ich die Reihe komplett haben wollte, habe ich mir mitgenommen Hellraiser Hellworld für 4,90 €.
Komischerweise, also das ist hier noch eine alte Auflage, wo der Sticker noch hinten drauf ist. Komischerweise sind die Neuauflagen davon, wo vorne der Sticker drauf ist, auch richtig teuer geworden. Also, keine Ahnung, ich soll ja auch irgendwie alles nicht mehr so toll sein. Also, Teil 4 fand ich noch gut. 5 war schon schlecht und alles, was danach kam, habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Ich verstehe nicht, wie solche Filme dann irgendwie so mega teuer sein können, wenn die doch irgendwie scheiße sind. Keine Ahnung. Was ich gut finde, auch hier ist noch ein kleiner Einleger dabei mit der Kapitelwahl. Finde ich sehr, sehr gut. Aber das Cover finde ich irgendwie geil. Das gefällt mir. Ja, apropos Komplettierung, dieser neue Film, der da einfach nur so abgedreht worden ist, damit irgendwie die Rechte nicht flöten gehen, Hellraiser Revelations oder so heißt der, wo ja auch Doug Bradley gar nicht mehr mitmacht. Also der kommt mir definitiv nicht in die Sammlung, genauso wie Kinder des Zorns Genesis. Also die sind so mega schlecht, also so schlecht können die hier nicht sein. Also so einen Rotz tue ich mir auf jeden Fall nicht in die Sammlung, das geht gar nicht. Ja, hat jetzt nichts mit Filmen zu tun, aber dachte ich, zeige ich auch mal ganz kurz. Dann habe ich mir noch Call of Duty Advanced Warfare geholt. Hier, wie man auch eventuell sieht, für einen Zehner. Ja, ich meine, das wäre auch der Teil, wo sie hier Kevin Spacey irgendwie animiert haben, aber was er jetzt hier für eine Rolle spielt, keine Ahnung. Was ich hier noch zusagen wollte, dafür, dass die Discs aus einer Videothek sind, sind die alle einwandfrei. Also hier haben wirklich nur die Hüllen irgendwie Gebrauchsspuren, aber die Discs sind alle tadellos. So, wir haben schon gleich die halbe Stunde voll. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut und dann mache ich lieber noch extra Videos für euch. Macht's gut. Euer Movie Picker. Ciao.